Sie war und bleibt die deutsche Schnellfahrlok schlechthin. Das markante Gesicht der 103 kennt jedes Kind. Ab 1970 trug diese Type die Hauptlast des hochwertigen Fernverkehrs im Westen Deutschlands. Von der Serienversion 103.1 beschaffte die DB 145 Exemplare. Als erste ging 103.109 am 27. Mai 1970 in Dienst. Als letzte kam 103.245 am 31. Mai 1974 in den Planbetrieb. Der Führerstand der für eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometer ausgelegten Loks erinnert mit dem Handrad als Fahrschalter noch an die 50er Jahre. Ab Lok 103-216 erhielten die Maschinen größere Führerstände mit serienmäßig eingebautem Klimagerät. Bis zu 700 Ampere Strom fließen, wenn die 6 Fahrmotoren ihre Dauerleistung von 7440 Kilowatt abgeben. Kurzzeitig erreichte 103 eine Leistung von 10.400 Kilowatt. Sie war damit die leistungsfähigste Alltags-E-Lok der DB. Auf der linken Rheinstrecke gehörte die 103 25 Jahre lang zum Bahnalltag. Alle IC der Relationen Basel-Köln und Nürnberg-Köln wurden mit Loks dieser Reihe gefahren. Die 103 wurden von den Betriebswerken Frankfurt und Hamburg-Eidelstedt aus in der ganzen Bundesrepublik eingesetzt. Auch grenzüberschreitende Leistungen bis Wien wurden jahrelang gefahren. Ab 1987 erhielten viele 103 einen Anstrich in Orientrot mit Lätzchen. Die alte, elegante rot-beige Farbgebung der einstigen TEE-Züge wurde mehr und mehr verdrängt. Auf der malerischen Rheinstrecke konnten die 103 natürlich nicht ausgefahren werden. Wegen der vielen Kurven kamen die Renner selten über 140 Stundenkilometer hinaus. Wie schnell sind wir jetzt, Renner? 120. Infolge der hohen Motorleistungen beschleunigte die 103 so schnell, dass manchmal selbst erfahrene Lokführer über die angestrebte Zielgeschwindigkeit hinausschossen. Für die Einhaltung der jeweiligen Höchstgeschwindigkeit sorgte jedoch auch die automatische Geschwindigkeitssteuerung. Die 103 war die erste DB-Baureihe mit dieser Technik. Die 103 waren wie die Schiffe auf dem Rhein wirkliche Arbeitstiere, die Tag für Tag schwere Lasten über Deutschlands Schienen zogen. Ihre Ablösung, die neue Baureihe 101, wurde jedoch ab 1997 mehr und mehr in den Laufplänen der 103 eingesetzt oder ersetzte diese. Die Zeiten, als so bekannte Züge wie der IC Rembrandt, Kur-Amsterdam, mit der eleganten 103 wie hier durch Andernach rollten, sollten schon bald der Vergangenheit angehören. Da die 103 jahrelang vernachlässigt und auf Verschleiß gefahren wurde, hatte das für die Maschinen zuständige Unterhaltungswerk Opladen alle Hände voll zu tun, um die in die Jahre gekommenen Renner in ihren letzten Einsatzjahren zuverlässig am Laufen zu halten. Immer wieder tauchten Engpässe bei der Lokgestellung auf, weil zu viele 103 schadhaft abgestellt waren. Dennoch gehört die 103 zu den besten Lokomotiven, die in Deutschland je gebaut wurden. Ab Oktober 1995 war diese urige Farbvariante der 103 zu bewundern. Für den neuen Touristikzug der DB erhielt 103-220 den dazu passenden Anstrich. Bei den Eisenbahnern brachte ihr die neue Farbgebung den Spitznamen Blümchenwiese oder Osterei ein. Auf Bahnhofsfesten ergab sich oft die Gelegenheit zur Mitfahrt auf dem 103-Führerstand. Lokführer Willi Stratmann ist engagiert, alle Mitfahrwünsche erfüllen zu können. Seine Karriere begann Stratmann auf den Hagener 0310 Schnellzug-Dampfloks. Mit Erscheinen der Serien 103 gehörten diese eleganten Elektroloks bald zu seinem Lokführeralltag. Er erinnert sich noch an stattliche Zugleistungen. Die ab September 1970 an die Bahnbetriebswerke München Hauptbahnhof und Frankfurt am Main gelieferten Serien 103 wurden gleich voll herangenommen.
Im folgenden Jahr bekam auch Hamburg-Eidelstedt seine erste 103, die 162. Bis zum Winterfahrplan 1971-72 blieb nicht mehr viel Zeit, um den Großteil der bis zur Nummer 175 bestellten Maschinen in Betrieb zu nehmen und das Personal zu schulen. Dann nämlich ging das neue IC-System an den Start, dessen ausschließlich erstklassige Züge von den Serien 103 bespannt werden sollten. Noch im Jahr 1971 wurden weitere 103 bis zur Nummer 215 bestellt, während schon der erste Totalschaden zu verzeichnen war. 103-106 verunglückte in Rheinweiler so schwer, dass sie ausgemustert werden musste. Das Betriebswerk München ließ seine neuen Serien 103 schon im Herbst 1970 in den Plänen der Vorserien der 103 laufen. Insgesamt 4 Umlauftage für die 4 Vorserien der 103 gab es. Bei Versuchseinsätzen oder Ausfällen hatte bis dahin eine andere Lok einspringen müssen. Eine Vorserien 103, auch vor dem Schnellzug von Karl-Heinz Schulze, unterwegs von München nach Bebra. In Würzburg Parallelfahrt mit einer V200, die in der Kopfform mit der 103 durchaus verwandt ist. Am selben Bahnsteig schließlich die am 7. Mai 1971 abgenommene 103-108 vom Betriebswerk Frankfurt am Main 1. 1972 wurde schließlich die letzte Serie der 103 bestellt. 103-216 bis 103-245 haben einen verlängerten Führerstand, um dem Lokführer einen höheren Komfort zu bieten. 103-245 wurde als letzte 103 im Juli 1974 abgenommen. Fast 30 Jahre später bekam sie als letzte 103 eine große Hauptuntersuchung und behielt dabei ihre ursprüngliche Farbgebung, denn schon damals stand fest, dass sie als Museumslok erhalten bleiben würde. Sie hielt ohne außergewöhnliche Schäden bis heute durch. Zusammen mit einigen Schwestermaschinen weilte sie im März 2003 zu einer sogenannten Bestandaufnahme im Werk Opladen, das die 103 von 1973 bis zu dessen Schließung betreute. Im März 2003 war die Urahnin aller 103, die im Jahr 1965 gelieferte E03001 zwischen Düsseldorf und Hannover unterwegs. Mit dem Luxuszug aus den 60er Jahren wurden Messegäste zur CeBIT befördert. E03001 war im Frühjahr 1998 im Werk Opladen wieder in ihren Ursprungs- bzw. Ablieferungszustand versetzt worden. Mit den Vorserienmaschinen E03001 bis 004 konnte die DB über einen ausreichenden Zeitraum Betriebserfahrungen sammeln, die später in die Weiterentwicklung der Serien 103 einfließen konnten. Der technische Unterschied wurde dabei so groß, dass man den Serien 103 eine neue Nummernreihe zuordnen musste. Die Betriebsnummern begannen nicht wie vorgesehen mit 005, sondern mit 101. Die Leistungssteigerung wurde aber auch optisch deutlich. Eine zusätzliche Lüfterreihe war bei der Serie erforderlich geworden, um einen größeren Luftaustausch zum Maschinenraum zu gewährleisten. Kurzzeitig bringt die Serienlok im Vergleich über 40% mehr Leistung auf die Schiene, 10.400 Kilowatt.
Diese starken Lokomotiven waren erforderlich geworden, um die Zukunftswünsche der DB im Rahmen eines neuen Betriebsleitprogrammes zu erfüllen. 200 Stundenkilometer schnelle Züge wurden damit ab 1971 alltägliche Realität. Mit dieser für diese Geschwindigkeiten angepassten aerodynamischen Form avancierten die Lokomotiven zu den so propagierten Zugpferden des Fortschritts. Das DB-Museum hat neben der betriebsfähigen E03001 mittlerweile auch eine stattliche Anzahl passender TEE-Wagen im Bestand, sodass die zeitlose Eleganz des Reisens in den 70er Jahren noch heute erlebt werden kann. Anno 1964, dem Baujahr der ersten 103, waren Dampfloks sogar noch im hochwertigen Reisezugdienst eingesetzt. Noch zahlreicher waren sie im Güterzugdienst vertreten. In dieser aus heutiger Sicht vielfach noch nostalgischen Eisenbahnzeit haben die vier Schnellfahrlokomotiven eine Epoche des Schnellverkehrs eingeläutet, die einen gewaltigen Fortschritt und damit eine deutliche Abkehr von der Dampflokzeit mit sich brachte. Motto: Unsere Loks gewöhnen sich das Rauchen ab. Die ersten 103 hatten noch so manchen Zierrat, der bei den Bundesbahnloks der 50er Jahre üblich war. So lassen sie das umlaufende Chromband und das silberne Dach mit Dachrinne aus heutiger Sicht recht hausbacken wirken. Dagegen haben sich die Serienloks der 70er Jahre all dessen entledigt. Die neuen 103 waren die ersten Loks ohne Dachrinne. Und mit der im Dachbereich durchgehenden beigen Farbgebung wurde die gelungene Form mehr betont. Auffällig blieben die Maschinen schon allein durch die TEE-Farbgebung. Die war ja auch für die Intercities übernommen worden. Ende der 80er Jahre gab es dann ein neues Farbkonzept, auch für die ICs, die recht bald so lackiert waren wie dieser IC. Auch bei der 103 kam es zu einer neuen Farbgebung. Vorher gab es nur kleine Veränderungen. Bei diversen Loks wurde der graue Längsträger mitsamt Pufferbohle rot lackiert. Im Dezember 1987 war es dann soweit. Die erste 103 wurde ganz in Rot lackiert. 103-115 eröffnete den Reigen. Der Umstand war damals bemerkenswert genug, dass wir die neue 103 bei einer ihrer ersten Einsätze im Dezember 1987 im Frankfurter Hauptbahnhof filmten. EC 75 nach Basel. In schneller Folge und mit fast jeder Hauptuntersuchung erschienen insgesamt 82 Maschinen in Orientrot und mit weißem Warnfeld an der Front. Mit der Ablieferung der 101 wurde die volle Unterhaltung der 103 eingestellt und damit entfielen auch die Umlackierungen. Es ist geschafft. Der Kranich ist tot. Ob die 103 jetzt erleichtert ist? Zweifel sind angebracht. Ende Mai 1993. Im Ausbesserungswerk Opladen warteten zahlreiche Loks der Reihe 103 auf ihre Reparatur. Es herrscht ein eklatanter Mangel an diesen für den IC-Verkehr so wichtigen Maschinen. 103-101 im Farbkleid des im Mai 1993 auslaufenden Lufthansa Airport Express stand bereits am 23. Mai vormittags zur Umlackierung im Ausbesserungswerk Opladen. Noch am Vortag hatte sie ihren letzten Einsatz vor dem Lufthansa Airport Express Stuttgart-Frankfurt-Stuttgart gehabt. Ja.
Frankfurt am Main Flughafen, der komfortable und von den Fluggästen sehr geschätzte Airport Express, absolviert seine letzten Fahrten. Eine Benutzung des Zuges war übrigens nur mit einem gültigen Flugticket möglich. Oder hat die Bundesbahn vielleicht gemerkt, dass das Lufthansa-Design den Zügen wesentlich besser steht als ihr neues Farbschema? Also schnell weg damit, sonst könnte jemand auf die Idee kommen und andere freundliche Farben fordern. Dann kehrt man eine solche Bedrohung lieber unter den Tisch. Daher verschwanden auch die Airport-Express-Triebwagen der Reihe 403 sofort in der Versenkung auf versteckte Abstellgleise des Ausbesserungswerks Nürnberg. Es bleibt die Hoffnung, dass die private Deutsche Bahn AG solche Späßchen zukünftig unterlässt. Man investiere das Geld und die Logistik lieber in einen besseren Service und moderne Fahrzeuge als in überhastete Umlackieraktionen, deren Sinn nur Schreibtischbürokraten erkennen können. Nur Stunden später, die DB scheint sich der ausgelaufenen Lufthansa-Zusammenarbeit zu schämen. In Opladen wird der gesamte Lackierplan umgeworfen. Der Neulack an 103/101 hat Vorrang. Während der Betrieb dringend auf instandgesetzte 103 wartet, 20 Maschinen sind in Reparatur oder warten auf die Aufnahme in das Werk, müssen sich die Arbeiter in Opladen um eine technisch völlig intakte Lok kümmern. Schilder lässt grüßen. Zusätzlich weist der nur wenige Jahre alte Lack der Lufthansa 103 kaum Gebrauchsspuren auf. Man fragt sich, was den Fahrgast mehr stört. Verspätungen wegen nicht vorhandener IC-Loks oder eine weiß-gelbe 103. Die Lufthansa hätte einer vereinbarungsgemäß von ihr zu zahlenden Umlackierung auch zu einem späteren Zeitpunkt zugestimmt. Der Lufthansa-Kranich wird getilgt. Man könnte fast den Eindruck haben, die Lufthansa hätte der DB eine schwere Schmach zugefügt. Bekannt geworden ist nichts. Oder fürchtete man die Konkurrenz aus der Luft?
Dem Steuerzahler, der für das Defizit der Bahn letztendlich aufkommen muss, erscheinen solche Spielchen eher als skandalös. Die Museumslok E03001 rollt am 1. August 2000 im Werk Opladen zu einer kleinen Lokparade. Auf Initiative des Eisenbahnjournals wurde 103-233 als einzige Lok ihrer Gattung noch mit neuer verkehrsroter Lackierung versehen. Da die 103 bei der DB auslief, wurde diese Baureihe aus dem neuen Farbschema ausgeklammert. Obwohl die Version Rot plus Lätzchen weit weniger elegant aussieht als die verkehrsrote Variante mit weißem Strich. Am 5. August wurde 103-233 dann im Rahmen einer kleinen Feier im Bahnhof Berchtesgaden eingeweiht. DB Reise und Touristik hatte die 103 ausnahmsweise vor einen IC in den bayerischen Urlaubsort geschickt. Christoph Kirchner, Eisenbahnjournal-Mitarbeiter und Initiator der Aktion, hielt eine kleine Festrede. Es war damals im letzten Jahr eine große Diskussion im Gange, wird denn eine Lokomotive dieser Baureihe in dem aktuellen Farbschema lackiert werden oder nicht. Und da ging es also hin und her und her und hin. Die Firma Roco Modellspielwaren macht sich hier verdient und hat nahezu die gesamten Kosten für diese Aktion übernommen. Ein weiterer Sponsor ist die Firma Rio Grande, die zu Filmaufnahmen dann logischerweise im Werk Opladen war und die Lok dann auch bei der Überführung nach Hamburg am Donnerstag bereits abgefilmt hat. Ich glaube, das ist eine super Zusammenarbeit gewesen. Ganz fantastisch. Neben der Produktion eines sehr schönen Modells dieser Lok, das bereits 3 Monate später im Handel war, soll nicht unerwähnt bleiben, dass Roco in diesem Zusammenhang auch eine nicht unbedeutende Summe an das Eisenbahner Waisenhaus übergab. Die Zeiten, als der ehemalige Stolz der DB mit 200 Sachen über deutsche Schienen raste, sollten nach DB-Planung schon bald vorüber sein. Mit Beginn des Winterfahrplanes 2000 verblieben der 103 nur noch 16 Planeinsatztage. Überwiegendes Einsatzgebiet waren dabei die Interregio-Linien Berlin, Bad Bentheim und Weimar-Aachen. In der Goethestadt kam es dabei regelmäßig zu einem Treffen mit den Zügen der Zukunft, der neuen ICE-Generationen. Neben der 103 stand auch deren Ausbesserungswerk Opladen auf der Abschussliste, das einige Monate lang die beige-rote 103-219 als Bremslokomotive bei Probefahrten ausgebesserter Maschinen einsetzte. Anfang August 2003 traf sie im Betriebswerk Hagen-Eckesay mit 03-1010 zusammen, die von der alten 03-10-Hochburg aus Sonderfahrten bespannen sollte. Die 103-219 hatte vor ihrem Bremslok-Einsatz die Maschinenraumhaube mit 103-226 getauscht. Als Bremslok konnte sie nun bis zum Fristablauf am 22. März 2003 eingesetzt werden. Ihr Heimatwerk Opladen sollte Ende 2003 dicht gemacht werden. 800 Jobs fielen weg. Die Kapazitäten seien nur zu 57% ausgelastet. Neue Lokomotiven und die aktuelle Triebfahrzeugtechnik benötigten weniger Wartung, begründete Bahnchef Medorn die Entscheidung. Ohne Anpassungsmaßnahmen würde die Nutzung der technischen Kapazitäten auf 30% im Jahr 2005 absinken, in Einzelbereichen sogar auf rund 20%. Das könne sich kein Unternehmen der Welt leisten.
In der Tat sollten die bisher in Opladen unterhaltenen ehemaligen Standard DBE-Loks in den nächsten Jahren ausrangiert werden. Ein Schicksal, das etliche Maschinen der einst so stolzen 103 längst getroffen hatte. Pannen und technische Ausfälle bei der neuen 101 und der Reihe 120 hatten aber dazu geführt, dass die 103 im Jahr 2001 kurzerhand einen neuntägigen Umlaufplan erhielt. Dazu kamen im Herbst weitere 7 Plantage für die saisonal verkehrenden Moselzüge. Abschiedsfeste wurden nie organisiert, da der Termin zur Abstellung der letzten Loks immer wieder verschoben wurde. Ein historischer Tag für 103-224. Sie rollte am Abend des 25. Februar 2002 mit ihrem letzten bespannten Zug in die riesige Bahnhofshalle des Frankfurter Hauptbahnhofs. Ein unspektakuläres Ereignis, obwohl mit dieser Lok eine der letzten rot-beigefarbenen 103 aus dem Betriebsdienst ausgeschieden war. Auch der Bundesgrenzschutz schien die inzwischen selten gewordene Erscheinung kaum zu beachten. Nur der Hallenser Lokführer verspürt offensichtlich Wehmut. Schade hier, die mit den großen Führerständen, die sind schön. Haben wir noch die alte Lackierung? Ja, die ist schön hier. Das Rot ist ja hässlich. Na klar. Aber der Fristablauf kennt auch bei schönen Loks keine Gnade. Wir schieben den erst ins Mainzer Becken, den Zug, ja. Dann fahr ich ins BW. Was der Lokführer an diesem Abend noch nicht wusste, das Souvenir für unseren Kameramann würde irgendwann nicht an eine verschrottete 103 erinnern. Denn dieser schmucken Lok sollte ein solch trauriges Schicksal erspart bleiben. Am 28. Februar wurde 103-224 nach Neumark, Sachsen, in die Werkstatt der Riegenthal Fahrzeugstätten GmbH überführt. Dort erhielt die Maschine einen kompletten Neuanstrich, um den Fahrzeugpark des Deutschen Dampflokmuseums in Neuenmarkt-Wirsberg zu ergänzen. Nur leider nicht in betriebsfähigem Zustand. Äußerst ungewöhnlich erscheint die Entscheidung des Unternehmens Zukunft, eine historische Lok samt passenden Wagen vor der DB-Zentrale in Frankfurt aufzustellen. Die Wahl fiel auf die nicht betriebsfähige E0420 und den roten Schürzenspeisewagen, die beide zum Bestand des DB-Museums gehören. Beide nicht betriebsfähigen Fahrzeuge hatten in Opladen eine wetterfeste Aufarbeitung erhalten und wurden dann im November mit der rot-beigen 103-219 über die Ruhr-Sieg-Strecke nach Frankfurt überführt. Endgültig aufs Abstellgleis sollten Ende Januar 2003 die letzten Frankfurter 103 rollen. Zunächst war ihr Ende mit der Abschaffung der Interregios Mitte Dezember angepeilt worden. Die DB wollte aber für den Weihnachtsverkehr noch eine eiserne Notreserve vorhalten. Damit scheint nun die Geschichte der wohl legendärsten Bundesbahnlok endgültig zu Ende gegangen zu sein. Die DB AG konnte sich Mitte Januar immer noch nicht dazu durchringen, durch besondere Veranstaltungen vom einstigen Stolz auf deutschen Gleisen Abschied zu nehmen. Es gab weder ein Fest noch irgendeine kleine Feier während der letzten planmäßigen Leistung einer 103, die am 14. Januar erbracht wurde. Nur der Betriebshof Frankfurt, jahrelang Hauptstützpunkt der eleganten Schnellzugloks, nahm mit kleinen inoffiziellen Lokparaden wehmütig Abschied. 14 Serien 103 blieben erhalten, 3 davon beim DB-Museum Nürnberg. Die angespannte Situation auf dem Triebfahrzeugsektor führte dazu, dass die dem DB-Museum gehörenden Maschinen zeitweise an den Fernverkehr vermietet werden mussten. Einige 103 wurden sogar wieder reaktiviert.
Dazu gehört die Frankfurter 103-113, die bereits abgestellt war, aber eine Fristverlängerung bis zum 27. Mai 2004 erhalten hatte. Die Wiederinbetriebnahme erfolgte allerdings nicht im Werk Opladen, sondern in der Heimatdienststelle Frankfurt. 10 Loks dieser markanten Baureihe wurden so vorübergehend wieder in Betrieb genommen und waren im Sonder- und Verstärkungsverkehr eingesetzt. Darunter auch die rot-beige 103-167, die hier am Felsentor bei Regensburg zu sehen ist. Kurz vor der Schließung des Ausbesserungswerks Opladen wurde hier die 103-226 vom 103-Club Wuppertal nochmals in Originalfarben lackiert. Außerdem wurde die ehemalige 103-197 zur Konferenzlok umgebaut. Die blaue Farbgebung ist die Hausfarbe von Bombardier und sollte der Hoffnung Ausdruck geben auf die Übernahme von 500 Mitarbeitern. Das hat sich aber mittlerweile zerschlagen. Einen besonderen Auftrag hat der 103-184 am 20. September 2003 erhalten. Während einer LZ-Fahrt zum Bahntag 2003 von Hamm nach Minden kam es zu einer Überraschung. Die Diesellok 215049 des DB-Museums hatte 41360 samt Zusatztender und Sonderzug am Haken. Sie übernahm nicht nur das Vorheizen der Dampflok, sondern half zusätzlich Heizöl zu sparen. Während dieser beiden Überführungsfahrten kam es auf der viergleisigen Strecke zu eindrucksvollen Überholvorgängen. Als 103-184 am Abend im Bahnhof Minden eintraf, bekamen wir auch 750-003, die ehemalige 103-222, vor die Kamera. Sie war ein Erprobungsträger für Geschwindigkeiten von 250 Stundenkilometern.